So, Sie sehen hier eine Demo-Version von unserem Projekt. Als Beispiel haben wir hier unser Weltkulturerbe Zeche Zollverein natürlich genommen. Angekommen an der Bedienoberfläche sehen Sie nun die Möglichkeit, dass Sie eben Augmented Reality anklicken können. Das machen wir jetzt am besten. Mit einem Klick darauf bekommen Sie nochmal die Möglichkeit zwischen Augmented Reality Videos und Augmented Reality 3D auszuwählen. Wie bei der Beispiel-App MLS Geschichtswart wählen wir Augmented Reality Videos. Und dazu brauche ich erstmal einen sogenannten Triggerpunkt, beziehungsweise einen Punkt oder eben einen Code, den dieses Programm scannt. Das ist das Bild hier von Zeche Zollverein hierzu. Sobald also nun das Programm diesen Triggerpunkt oder diesen QR-Code in dem Fall aus dem Flyer in unserem Beispiel nun erfasst, spielt es das zugehörige Video ab. Sobald das Video dann dementsprechend läuft, kann man mit dem Handy um das andere digitale Endgerät bzw. um den Flyer tatsächlich dann rauszoomen, reinzoomen etc. und sich das von allen Seiten und allen Perspektiven anschauen. Das ist sehr interessant, ganz viel Geschichte. Ja, und spannend ist, dass Industriegebäude zu Kunsträumen umgebaut. Apropos Kunsträume, jetzt schauen wir uns das Ganze in 3D an. Wenn man nun zurückgeht, hat man wieder die Auswahl eben Augmented Reality Videos oder eben 3D. Wir klicken nun auf 3D und siehe da, wir haben ein 3D-Modell des Weltkulturerbes, wo man mit dem Handy reinzoomen kann, rauszoomen kann, von allen Perspektiven das Ganze in Ruhe betrachten kann. Und unser Vorhaben wäre nun, dass wir alle Ankerpunkte der Route der Industriekultur auf diese Weise mit authentischem Material belegen und nicht nur eben Augmented Reality Videos dementsprechend erzeugen, sondern auch eben ein passgenaues 3D-Modell dem Ganzen hinzufügen. Das hiesige Ziel bei dem Ganzen wäre natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland, aber auch Schülerinnen und Schüler, die Route der Industriekultur mit dieser App digital erkunden können. In diesem Sinne, Glück auf!